Ja, ich denke, Wolfsburg, glaube ich, sehr, sehr starkes Powerplay, sprich wichtig für uns, von der Strafbank wegzubleiben. Und ansonsten machen sie auch einiges richtig. Ich denke, die Top-4-Mannschaften sind alle aus dem Grund jetzt noch mit dabei. Und da brauchen wir irgendwie nichts auf die leichte Schulter nehmen, sondern wir müssen uns aber auf uns fokussieren und versuchen, unser Spiel durchzubringen. Jetzt am Anfang, da ist noch viel Euphorie drin. Die haben ein ganz wichtiges Spiel 7 gewonnen. Die werden sicher mit Hummeln im Arsch in München ankommen. Und ja, wir freuen uns endlich, dass es losgeht. Zum Glück war die Pause ein bisschen kürzer wie die nach der Hauptrunde. Selbstvertrauen, glaube ich, war nie unser Problem. Ich denke, haben ein bisschen einen schwierigen Start gehabt in die Serie und dann aber auch die Qualität, die uns das ganze Jahr ausgezeichnet hat, eben auch in der Serie gegen Bremerhaven dann aufs Eis gebracht. Und jetzt liegt es halt daran, den gleichen Fehler jetzt nicht nochmal zu machen, sondern eben die Serie von vorne weg mit Selbstvertrauen und mit Einsatzbereitschaft und auch der nötigen Qualität, die wir haben, aufs Eis zu bekommen. Und dann freuen wir uns auf einen harten Kampf jetzt im Halbfinale gegen Wolfsburg. Meine Stimmung ist gut. Jeder freut sich. Ich meine, Playoffs ist die geilste Zeit des Jahres und wir sind nur dabei. Und das ist natürlich super und deswegen ist die Stimmung in der Kabine gut, auf dem Eis gut. Die ganze Vorrunde haben wir gekämpft, damit wir den Heimvorteil haben. Und den wollen wir natürlich nutzen mit unseren Fans im Rücken. Und alle freuen sich, dass Freitag losgeht.